Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Urlaubsbilder oder eine andere Bilderserie ins Camtasia importiert und wollen das nacheinander anzeigen. Ja, das Ganze sieht dann natürlich ein bisschen langweilig aus, so wie die Dia-Shows, die man früher kannte, die ganzen langen Abende mit langweiligen Dias aus dem Projektor. Wir können das Ganze aber ein bisschen deutlich aufhübschen, indem wir den sogenannten Ken Burns-Effekt verwenden. Das Ganze funktioniert in Camtasia extrem einfach, denn es gibt ein Werkzeug dafür unter dem Register Animation, Zoom und Schwenk. Und jetzt kann ich ganz einfach eine Animation einfügen, das heißt einen Zoom zu einer bestimmten Stelle. Ich möchte also, dass am Ende dieses Videos wir ein bisschen mehr Fokus auf den Camper haben. Das heißt, hier im Zoom- und Schwenkwerkzeug gehe ich einfach ein bisschen näher ran, schaue, dass mein Bild hier noch vom Ausschnitt her stimmt, so vielleicht, und ziehe die ganze Animation ein wenig länger, einfach um es mal zu testen. Ja, das sieht schon ganz gut aus, geht mir aber etwas zu schnell und der Effekt sollte auch vom Anfang bis zum Ende des Bildes direkt durchgehen und noch ein Rechtsklick auf diesen Animationspfeil Beschleunigung aktivieren auf linear stellen, dann bewegt sich das die ganze Zeit gleichmäßig. So ist das doch schon ganz schön. Und wenn wir uns das Ganze dann anschauen, sieht das Ganze noch dazu mit Musik unterlegt so aus.